Hallo und willkommen zum neuen Event Kuriose, Kuriosa, Geilerei. So, es ist gerade 11 Uhr, wo es gerade rauskommt, 17 Tage, 17 Stunden Zeit. So, mögliche Belohnung, ja, man kriegt Bennett auf jeden Fall und man kriegt hier noch irgendwie ein Abenteuerspielzeug. Können wir mal sehen, was das ist nachher. So, zum Auftrag. Der Spielzeugkrieg, Feuer! Okay, dann sollen wir hier hin, in Fontaine. Da geht's hin. Mal sehen, was uns erwartet. Mann, das ist echt nervig. Ja, sehr nervig. Bedeutet das nicht, dass Frau Furina am Richterpult sitzen wird? Ganz genau. Frau Furina sitzt am Richterpult. Was meint ihr damit? Oh, wir haben Gäste. Eure Kleidung nach zu urteilen, müsst ihr Fremde sein, oder? In diesem Fall ist es durchaus zu erwarten, dass ihr die Umgangssprache von Fontaines nicht versteht. Erlaubt mir, es anders zu formulieren. Wer sollte eigentlich am Richterpult sitzen? Die Richter natürlich. Und wer ist unser oberster Richter? Herr Nuviet natürlich. Ach herrje, nun, warum sitzt dann unser lieber Hydroarchon Frau Furina auf Herrn Nuviets Platz? Liebe Gäste, was würde eurer Meinung nach die armen Leute, die verurteilt werden, davon halten? Wenn ich es wäre, würde ich mich ungerecht behandelt fühlen. Unser Hydroarchon versteht doch nichts von Gesetzen. So gesagt hört sich das tatsächlich so an, als würde sie Etikettenschwindel betreiben. Ganz genau, die Gerichtsverhandlungen wären dann ein Etikettenschwindel. Das bedeutet dieser Satz also, Moment mal, ist es wirklich in Ordnung, euch so wie eure Göttin lustig zu machen? Aha, natürlich, unser Hydroarchon liebt solche Witze. Wenn ihr diese Worte zu Ohren kämen, würde sie mich an einen Stein fesseln und tief in den See stürzen lassen, während sie die gesamte Zeit begeistert von der Seite aus zusehen würde. Ach, liebe Gäste, traut noch nicht. Zum Glück ist Arbon mit seinen Worten so schlüpfrig, dass die Seile ihn gar nicht richtig an den Felsen fesseln können. Oh, welch ein Wunder, er wurde gerettet, würde unser großer Archon sprechen. Was für ein romantisches Ende. Würde sie laut applaudieren. Vielleicht würde sie sogar ein paar Tränen vergießen. Oh, und vielleicht würde sie mir sogar eine Medaille, romantisch der Einwohner von Fontaine, verleihen. Ah, wie romantisch. Das bezeichnet also die Einwohner von Fontaine als Romantik. Paimon weiß nicht, wie Paimon darauf reagieren soll. So kommen wir zur Sache, liebe Gäste. Darf ich fragen, was euch in unser bescheidenen Laden geführt hat? Apropos, Arbon, findest du nicht, dass unsere angesehenen Gäste wie die berühmten Abenteurerinnen aussehen, von denen uns der Chef vorhin erzählt hat? Oh, tatsächlich, die eine hat Haare wie Gold und die andere hat Haare wie Silber. Ah, angesehene Gäste, ihr seid also Frau Simiria und Frau Paimon. Oh, ihr kennt uns? Unser Chef hat sich bei der Abenteuergilde nach Abenteuern umgehört, die derzeit in Fontaine aktiv sind, und hat von euch beiden erfahren. Es heißt, ihr seid ein ziemlich fähiges Duo. Hey, Frau Simiria, anscheinend werden wir von Tag zu Tag berühmter. Dank mir, nicht wahr? Dank dir, Frau Paimon. Hey, das hat Paimon gern. Also gut, Paimon wird ihr Glück in Zukunft immer mit dir teilen. Warum sucht euer Chef nach uns? Nun, leider ist er gerade nicht im Laden. Also erlaubt uns, es euch an seiner Stelle zu erklären. Keine Sorge, das sind nur ein paar Worte. Um es kurz zu machen, möchte unser Chef eure Unterstützung beim Sammeln von Daten für sein Duell-Repräsentantenprojekt. Duell-Repräsentantenprojekt? Dabei handelt es sich um ein Projekt für eine neue Reihe von Uhrwerkspielzeugen, die bei Duell-Repräsentanten als Hauptfiguren, als Herzstück der Entwicklung und als Schwerpunkt unserer Werbung dienen werden. Übrigens, unser Laden verkauft Spielzeuge. Habt ihr jemals von Duellrepräsentanten gehört? Habe ich, bitte fahrt fort. Unser Chef ist der Meinung, dass es sich hier um ein hervorragendes kulturelles Symbol von Fontaine handelt. Daher sollten sich Spielzeuge dieser Art durchaus gut verkaufen. Und wenn sie sich außerhalb von Fontaine durchsetzen würden, könnten wir auch unserer Stadt die Ehre erweisen. Dann haben wir zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ich kann mir sogar vorstellen, wie Frau Furina selbst Medaille... Wie Frau Furina selbst Medaillen an unsere Brust heftet. So sieht es also aus, aber wie können wir als Abenteurerinnen helfen, wenn ihr Spielzeug von Duellrepräsentanten herstellen möchtet?
Oh, ohne Daten kann man ja nichts, schließlich nichts entwickeln. Und die Stärke der Duellredundanten wird durch das Üben ihrer Fähigkeiten an allen möglichen gefährlichen Orten geschmiedet. Es ist nicht leicht, solche Daten zu beschaffen. Aber als wir hörten, dass geschickte Abenteurer nach ähnlichen Dingen auch ähnliche Dinge tun können, dachten wir, warum nicht einfach stattdessen Abenteurer rekrutieren? Palman hat es jetzt irgendwie verstanden. Ihr nennt eure Spielzeuge Duellrepräsentanten, aber eigentlich basieren alle Daten auf den Abenteuern. Ein Etikettenschwindel. Nun ja, so ernst ist es doch nicht. Es ist eher so, dass man eine Romatimeblume durch eine Regenbogenrose ersetzt. Oder wie das Ersetzen eines Holzpfeilers durch einen Steinpfeiler. Bedeutet das alles nicht mehr oder weniger dasselbe? Darüber habt ihr beide gleich am Anfang gesprochen. Und wir haben alles gehört. Oh, wir haben über den Uhrmacher von nebenan gesprochen, bei der Hologerie-Lapaute. Sie geht viel weiter als wir. Sie nennen sich Uhrmacher, stellen aber heimlich Spielzeuge her. Das ist doch völlig absurd, nicht wahr? Das ist wirklich schrecklich. Ein Uhrmacher, der Spielzeug verkauft. Genau. Und ist das nicht etwas Verwerfliches? Sag mir, was gefällt dir am meisten auf der Welt? Was Palmer am meisten gefällt, natürlich Simiria, Palmers beste Freundin. Stell dir mal vor, wenn es einen Simiria-Puppenladen gäbe, zu dem du von weit her reisen wärst und dann feststellen würdest, dass dort überhaupt keine Simiria-Puppen verkauft werden, sondern nur jede Menge Arborn-Puppen. Würdest du dich nicht über den Betrug deiner Erwartung ärgern? Würdest du dich nicht so wütend über die falsche Werbung, würdest du nicht so wütend über die falsche Werbung sein, dass du den Besitzer dieses Ladens einfach mit einem einzigen Schlag in die Luft jagen würdest? Ich bin total wütend. Wer würde schon Arbon-Puppen kaufen? Ich würde den Inhaber eigenhändig in das Fort Meripide hineinprügeln. Ah, dann, da ihr es jetzt sagt, findet Paimon es nun auch ziemlich nervig. Was machen wir, Semira? Es wäre schrecklich, wenn deine Puppen nicht erhältlich wären. Das ist nicht dasselbe, Paimon. Lass dich nicht ablenken. Die Kunden gehen in einen Uhrladen, um Uhren zu kaufen, kein Spielzeug. Ach ja, Paimon wäre beinahe darauf reingefallen. Haha, das ist doch nur eine Metapher. Ihr wisst doch, Metaphern können ein wenig von der Realität abweichen. Und was ich gesagt habe, ist ja auch nicht ganz falsch. Beispielsweise gibt es in Kristallmuscheln Madeleines keine echten Kristallmuscheln, nicht wahr? Stimmt, solche Dinge werden nur noch häufiger vorkommen. Wer weiß, vielleicht stellen Omach eines Tages vielleicht keine Uhren mehr her. Und wir werden ihnen nicht verzeihen, wenn dies geschieht. Es sei denn, sie ändern ihren Namen in Spielzeugmacher-Labhaute. Wieder einmal geht ihr von einer Annahme aus, die nicht existiert. Ihr zwei seid wirklich geschickt darin, Unsinn zu reden. Je mehr ihr redet, desto mehr kommt ihr vom Thema ab. Also zurück zum Geschäft. Wie sollen wir Daten sammeln? Nun ja, eigentlich müssen wir vorher noch eine Bitte äußern. Könnt ihr zur Hologielapaute gehen und dort eine kleine Untersuchung für uns durchführen? Die Herstellung von Uhren ist ihr Hauptgeschäft. Aber mir scheint, dass ihre neuen Spielzeuge so beliebt sind, dass sie alle anderen in den Schatten stellen. Unser Geschäft leidet darunter. Es heißt, dass der Ladenbesitzer in Mondstadt zu einem Spielzeug inspiriert wurde und wir sind neugierig, was das sein könnte. Es könnte sich um alchemistisches angetriebenes Spielzeug handeln, das einen viermal so süßen Duft verströmt wie Dämmerfrüchte, mit dem sie Menschen umgarnen. Nun, ich habe gehört, dass es im Mondschein eine Alchemistin gibt, die das kann. Vielfach süße Dämmerfrucht. Könntet ihr bitte einen Blick darauf werfen, liebe Gäste? Unser Chef ist sehr über diese Angelegenheit besorgt. Warum geht ihr nicht selbst hin? Oh, liebe Gäste, wir haben das Gesch wir als Geschäftsleute haben einen Ruf zu wahren. Wie können wir selbst einfach so unüberlegt dorthin gehen? Genau, wir müssen unbedingt unseren Ruf wahren. Ah, ich muss sowieso zu unserem Chef gehen. Ich muss sowieso zu unserem Chef gehen, um ihn über eure Ankunft zu informieren. Also helft uns bitte in dieser Angelegenheit. Demiria Paimon ist auch etwas neugierig. Wie würde Spielzeug aussehen, das vom Mondschein inspiriert ist? Hat das wirklich etwas mit Alchemie zu tun? Schauen wir doch mal vorbei. Ah, vielen Dank. Vielen lieben Dank. Wir warten hier auf eure triumphale Rückkehr. Herrje, herrje. So, dann sollen wir mal dahin. Also ich würde mal sagen, Skrose wäre dabei. Wegen der Dämmerbruchgeschichte, aber das werden wir ja dann erfahren. Ja, sieht auf jeden Fall beliebt aus hier, ja.
Hallo liebe Kunden, ich bin Karon, der Ladenbesitzer. Was kann ich für euch tun? Hallo Herr Karon, wir haben gehört, dass du dir ein tolles Spielzeug ausgedacht hast und wollen gerne mehr darüber erfahren. Ah, natürlich könnt ihr das, aber mein älterer Bruder hat euch doch hierher geschickt, um Informationen zu sammeln, oder? Dein Bruder, Moment, woher wusstest du, weswegen wir eigentlich hier sind? Ah, ich habe euch gerade aus der Werkstatt kommen sehen. Dieser Laden gehört meinem Bruder. Und da ich ihn kenne und weiß, was er vorhat, ist das genau sein Ding. Wir wurden entlarvt, bevor wir überhaupt anfangen konnten. Menno, wir hätten uns besser vorbereiten sollen. Woher hätten wir wissen sollen, dass ihr Brüder seid? Wir dachten, ihr wärt einfach Konkurrenten. Anscheinend ist das eine Schlacht zwischen Brüdern. Paimon, achte auf deine Sprache. Entschuldigung, Herr Kauron, Paimons Kopf hat nicht richtig funktioniert. Kein Problem, ich verstehe das vollkommen. Selbst das raffinierteste Spielzeug hat Komponenten, die eines Tages klemmen. Dasselbe gilt auch für Menschen, daher muss man gut auf sich Acht geben. Außerdem glaube ich nicht, dass ihr falsch liegt, wenn es darum geht, was mein Bruder über unsere Beziehung denkt. Wie auch immer, ich werde eure Zeit nicht länger in Anspruch nehmen. Reden wir lieber über das Spielzeug. Bist du dir sicher, dass es in Ordnung ist? Wir sind nämlich Geschäftsspione. Haha, Geschäftsspione, ihr seid so witzig. Das Herzstück unseres Ladens sind Uhren, die wir mit Techniken herstellen, die von Generation zu Generation weitergegeben werden. Spielzeuge sind einfach mein persönliches Hobby, sie machen Menschen glücklich. Wenn mehr Menschen von meinen Spielzeugen erfahren, heißt das denn nicht, dass ich damit Freude verbreite? Oh, was für eine schöne Art, Dinge zu betrachten. Ha, mein Bruder würde wahrscheinlich sagen, das ist eine... Mein Bruder würde wahrscheinlich sagen, dass es dieser Denkweise an Abenteuerlust mangelt. Zurück zur Sache. Wollt ihr nicht einen Blick auf das Spielzeug werfen? Ich hoffe, ihr werdet es mögen. Ich habe gehört, dass Moonshot deine Inspiration war. Ja, ich habe diesen Ort geliebt, seit ich ein Kind war. Kürzlich war ich endlich mal dort und es war wirklich eine lohnende Erfahrung für mich. Ich habe die Geschichte eines Abenteuers, den ich dort getroffen habe, in das Spielzeug eingearbeitet. Aber schraubt eure Erwartungen nicht zu hoch, schließlich ist es nur ein Spielzeug. Ein Abenteuer, es handelt sich also nicht um ein Alchemiespielzeug. Ein Alchemiespielzeug hört sich interessant an, aber dieser Abenteurer war ebenfalls beeindruckt. Wenn ich die Gelegenheit dazu habe, werde ich euch seine Geschichte erzählen. Wollt ihr das Spielzeug jetzt ausprobieren? Es gibt nichts Schöneres, als es aus erster Hand zu erleben. Das würden wir gerne tun, aber wir warten noch auf unsere Antwort. Simiria, beeilen wir uns und kommen dann schnell wieder zurück. Paimon kann es kaum erwarten, dieses Abenteuerspielzeug ausprobieren. In Ordnung, ihr seid hier immer willkommen. Und bitte zurück. Chef, unsere Gäste sind zurück. Wie man das von Leuten erwarten würde, die von Abenteuergilde empfohlen werden. Ihr beide seid tatsächlich schnell. Ich bin Livre, der Ladenbesitzer. Herzlich willkommen. Hallo, Herr Livre. Du und Herr Karon seid also Brüder. Wir wussten das nicht. Wir wussten das nicht und haben uns nicht getarnt. Also hat er sofort herausgefunden, wer wir sind. Was? Albere, wie konntest du vergessen, unseren werten Gästen so etwas Wichtiges zu erzählen? Im Ernst, Arbon, hatten wir nicht vereinbart, dass du es ihnen erzählen würdest? Chef, wenn du das Gehalt von jemandem kürzen willst, dann seins. seid ihr zwei etwa auch Brüder? Was, nein, dieser Kerl ist nicht mein... Was, nenn diesen Kerl nicht mein Bruder. Ihr meint also, dass die Mission gescheitert ist. Ihr habt also nichts Nützliches gefunden. Doch, Herr Karon ist sehr nett und wurde nicht wütend, obwohl er unsere Absicht direkt durchschaut hatte. Er sagte uns sogar, dass wir sein Spielzeug jederzeit ausprobieren könnten. Hey, dieser Kerl, ist dieses Spielzeug wirklich ein Alchemieprodukt? Nein, es ist ein Abenteuerspielzeug. Also nur ein altmodisches Zeug. Das hat er gesagt, dass er die Geschichte eines Abenteuers darin eingebaut hat oder so etwas ähnliches? Ja genau, woher wusstest du das? Hast du etwa bereits heimlich die Angelegenheit untersucht? Ha, ich kenne ihn zu gut. Er steckt immer etwas Sentimentales in sein Spielzeug und kümmert sich nicht um die Marktbedingungen. Die Geschichte von Abenteuern sind bereits veraltet, aber sein Laden ist doch sehr beliebt. Das sind lediglich normale Marktschwankungen. Sobald unser Duellreputant-Projekt die Fahrt aufnimmt, werden wir ihn mit Sicherheit besiegen. Aber eure Daten basieren nicht auf echten Duellreputanten, sondern auf veralteten Abenteuern wie uns. Das ist etwas, was nicht Fachleute wie ihr beide...
Das ist etwas, was Nicht-Fachleute wie ihr beide sagen würden. Das nennt man Verpackung. Es ist eine gängige Praxis auf dem Markt und es interessiert niemanden, wie man sein Produkt herstellt. Alles, was wir tun müssen, ist, die Daten zu besorgen und sie in einen beliebten Spielzeugprototyp einzubauen und zu behaupten, dass es sich um eine Geschichte über die Entwicklung eines Duellrepräsentanten handelt, und das reicht völlig aus. Wirklich, das ist alles? Paimon hat das Gefühl, dass es in diesem Fall definitiv Probleme geben wird. Es ist in Ordnung, wenn die Geschichte Probleme hat. Es geht nur um die Aufmerksamkeit der Leute. Was würdet ihr denken, wenn ich euch sagen würde, dass Arbon und Albert tatsächlich ultra-realistische Puppen sind, die nach dem Motiv der Duo-Komödie hergestellt wurden? Was? Sie sind wirklich Puppen? Können Puppen wirklich so echt aussehen? Ja, aber natürlich. Das ist die Kraft der Duo-Komödie, wo die Tricks auch sehr real wirken können. Seht ihr das? Das ist die Kraft der Verpackung. Jeder kann sehen, dass es nicht wahr ist, aber die Leute werden sich trotzdem dafür interessieren. Ha, du hast also gelogen. Du bist so gerissen. Völlig anders als dein Bruder. Dieser Kerl hätte sich ruhig mit seinem Uhrengeschäft befassen sollen. Aber er möchte sogar in das Spielzeuggeschäft einsteigen. Als Bruder muss ich ihnen natürlich eine richtige Lektion erteilen. Du bist wirklich gut darin. Du hast also den Profit der Ehrlichkeit vorgezogen. Danke für das Kompliment. Dann kümmert euch bitte um diese Angelegenheit. Arbon und Albir werden für die Datenerfassung verantwortlich sein. Wir werden ein Auge bei eurem Konflikt zwischen euren Brüdern zudrücken. Vergisst nur nicht, unsere Belohnung bereitzuhalten. So, jetzt haben wir die Quest endlich mal abgeschlossen. Oh, sieht schön aus. Ah, da gibt's aber etwas zu tun hier. Okay. Also, Situation des Spielzeugkriegs. Ah, das war die Quest, die wir abgeschlossen haben. Okay, dann gibt's noch ein... Also, gut. Mechanische... Ah, ja. Dann wollen wir mal gleich die Queste machen dafür. Oder... Nee, wir machen das wieder einzeln, wie sonst auch. Ja, genau. Passt. Also, dann bedanke ich mich und dann sehen wir uns gleich beim nächsten Mal bei den anderen Dingen wieder. Bis dann und tschüss.